Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Episode. Diesmal haben wir drei Kanäle online und das sind The Say What, Pet Life und meine Wenigkeit Duiki. Diesmal leider ohne Flo, der liegt krankheitsbedingt mit Grippe im Bett. An dieser Stelle gute Besserung an den Flo. Der verrückte Kerl hat uns aber eine ganz seltsame App vorgeschlagen, die eigentlich auf den ersten Blick seltsam ist. Meine Meinung, da müsst ihr jetzt mal was zu sagen. Stimmen wir voll zu. Seltsam. Ja, und das heißt King of the Opera und es geht um ein, beziehungsweise vier dicke Opernsänger, genau, die sich gegenseitig mit dem bekannten Bauchbums aus Darkwing Duck versuchen, von der Bühne zu schmeißen, beziehungsweise ins Rampenlicht zu kommen. Was ich daran so toll finde, es ist ein Spiel, das man mit vier Spielern an einem iPad gemeinsam spielt. Genau, so ist auch der gemeinschaftliche Aspekt wieder hergestellt und soll keiner sagen, die Computerleute sind alle isoliert. So, damit auch mal aufgeräumt an dieser Stelle. Richtig. Und darum würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir zeigen euch einfach mal die App. King of Opera, so. Ja, das Spielprinzip ist relativ einfach erklärt. Diese freundlichen Herren drehen sich auf der Stelle. Und man kann sie dann mit einem Fingerdruck in die richtige Richtung steuern. Und dann kicken sie sich gegenseitig ein bisschen herunter. Von der Bühne. Genau. Und ihr sollt einfach versuchen, solange es geht, in diesem Spot zu bleiben. Dann bekommt ihr nämlich die Punkte. Aber wir zeigen euch am besten mal, wie es funktioniert. Und ihr werdet relativ bald auch einen Ohrwurm haben. Spätestens zum Ende dieses Videos. Schalten wir zunächst erstmal die Roboter aus. Und wir wollen das Ganze auch noch mit Zuschauern haben. So, jetzt sucht sich jeder von uns seine Farbe aus. Gerade als Legende. Gelb ist Pet Life, rot ist The Say What und grün ist Duiki. So, und dann würde ich sagen, Showtime. Applaus, Applaus, Applaus! Ups. So, und ich versuche jetzt mal die Taktik den beiden irgendwie auszuweichen, so gut wie es geht, damit ich ja lange Punkte behalte. Und das war's dann auch schon an der Stelle. Probier die andere Taktik, ich hau die anderen so häufig raus. Aber das klappt auch nicht, weil ich sie gar nicht erst treffe. Besonders finde ich ja nett an dem Game, da müssen wir auf die Zuschauer achten, wenn jemand da aus Versehen komplett von der Bühne läuft. Dann fangen die an, dreckig zu lachen. Das finde ich echt sehr, sehr witzig. Überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ich fliege mich etwas häufig runter, wie ich gerade finde. Also eigentlich fliege ich nur runter. Manchmal auch selbst verschuldet. Dieses dreckige. Nein! Ups. Das gehen wir total daneben. Na gut, also der Punktestand ist ja ganz leicht einzuordnen. Ja, es ist aber ein deutliches Zahlenverhältnis. Können wir doch mal so. Das Gute ist, wie gesagt, in der dritten Runde hat derjenige mit den wenigsten Punkten einen Bonus. Ich nehme einen schönen Hörnerhelm. Ich stehe ganz leicht auf diesem Bonus. Das ist meine einzige Chance, um überhaupt irgendwie mal nicht ganz hinzulegen. Mal schauen. Meine Herren, bereit zum Gefecht. Nein!
Man hat keinerlei Chance gegen den gehörten Typen, ne? Doch, wenn er zu doof ist und selbst rausrennt. So wie ich jetzt? Ja. Hi. Es gibt Spielideen, die sind einfach so gut. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, was mögen die Leute rauchen, die sowas probieren? War das nicht irgendwie Finn? Die haben so viel Mitternachtssonne, also wenn ihr wisst, was ich meine. Also ja. Jungs. Oh. Nein! Ich bin als Einziger auf der Bühne und renne noch runter. Jetzt schon wieder, also irgendwie. Das liegt nur daran, dass die Bühne heute kleiner ist als sonst. Gut! Ja. So. Wir haben einen Gewinner. Yay! Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mein Bestes gegeben. Mir fehlt es einfach am Bauchumfang und am Sprachvolumen, am Gesangsvolumen, weswegen ich verloren habe. Ja. Nicht wahr? Das mag schon sein. Ja. Der Gewinner. Bescheiden, wie nicht anders gewohnt. Sehr schön. Stundenlanges Üben am iPad bei anderen Spielen hat den Finger schon gut ausgeprägt. Ja. Gestellte Finger, der kommt schneller in der Reaktion. Er hat jetzt auch eine kleine Delle im Display, das tut mir leid. Ja, macht nichts auch. Ja. So, das, da musst du Dennis durch. Ja, das krieg ich schon hin. Geniales Spiel, es ist wirklich ein Partyspiel, was man sonst nur von der Wii kennt. Zu viert an einem iPad, jeder nimmt eine Ecke und druckt diese Ecke so lange, bis der Daumen auf der anderen Seite durchkommt. Ja, also das habe ich auch gemerkt, ich drücke immer fester, als ob das was bringen würde. Gar nicht. Das klappt vielleicht bei GarageBand, beim Keyboard-Spielen, aber nicht bei dieser App, aber es bringt wirklich Spaß. Und wenn ihr das iPad mitnimmt, zum Beispiel jetzt über die Weihnachtszeit und Langeweile bei den Verwandten aufkommt, dann das Spiel, das ist wirklich der Brüller, also für sowas. Ja. Man kann auch Oma, Opa, Onkel und Tante überreden, spiel mit mir mal gemeinsam was im iPad, das geht bestimmt auch. Das Spiel ist so simpel. Ja, spiel mit drin. Ja. Einfach, wirkungsvoll. Ja. Ideal für unter der Schulbank irgendwie einen langweiligen Mathestunden. Ja, oder so, genau. Übrigens auch fürs iPhone, weil es eine Universal-App ist, das nun mal am Rande. Aber ich stelle es mir sehr spannend vor, zu viert auf dem iPhone, also wenn ich das mal demonstrieren darf, zu viert auf der Fläche, ich glaube, außer Daumen ist nicht mehr viel zu sehen. Das mag sein, aber naja, vielleicht funktioniert es ja. Ausprobieren. 79 Cent kann man auf jeden Fall mal testen. Genau, richtig. Und ansonsten hört ihr es euch einfach als Musik an. Oh. Ja, der Ohrwurm überhaupt. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne und besinnliche Festtage. Wenn wir uns aus irgendwelchen Gründen dieses Jahr nicht mehr wiedersehen sollten, dann spätestens im neuen Jahr auch wieder auf den jeweiligen Channels bei The Say What, bei Bad Life und bei Doohickey. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ordentlich Haare, gut, ich muss aber fragen, Haare gut, was? Sehen wir ordentlich aus? Können wir uns so sehen? Aus wie aus dem Klar, Superman sieht immer aus, sieht Superman sieht aus wie immer. Wo ist denn jetzt die Schärfe? Eigentlich auf Gerds Hemd. Okay. Sieht man aber nichts. Ja, so sieht das doch gut aus. Was Womit? Machen wir jetzt gerade eigentlich? Was? Außer dumm rumlabern? Was wir überhaupt spielen wollen? Achso, also wir machen jetzt dieses Video über das Spiel. Das war jetzt die Frage. Ja, das nennt sich Anmoderation, genau. Ja, das ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz speziellen Folge. Dieses Mal geht's nochmal neu los. Also ich brauche mal so zwei Dinger zum Warmwerden. Ja, kenn ich. Auf allen drei Kanälen könnt ihr dasselbe jetzt sehen. Also besucht am besten alle drei, dann hat jeder dieselben Klicks. Das wäre ganz toll. Fürs iPhone und fürs iPad. Korrekt. Genau. Und das iPad bimmelt hier die ganze Zeit. iPad ist schon. Immer diese Apple-Leute. Ganz schlimm. Vor allem, man wechselt ja den Klingelton nicht, ne? Alle gucken immer drauf, weil alle den gleichen Klingelton haben. Ja. Dinger.
Der pflegt schon seine Apple-Produkte, ich meine, das macht eben keiner. Außerdem das neue iPad kommt bestimmt. Januar. Wird es bestimmt angekündigt, wie bisher immer. Das iPad? 3. Ja. Aber nochmal zum Spiel. Kommt vom Thema ab, genau. Ach komm, gar nicht.